Du möchtest mehr über die Ausbildung bei uns erfahren oder hast einfach Lust, mehr Infos über Martens und Prahl zu erhalten? Dann bist du genau richtig hier. Aber erstmal hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi und ich bin die Social Media Managerin bei uns in der Holding. Mit diesem Kanal möchten wir dich noch mehr in unseren Alltag mitnehmen und vor allen Dingen in den Azubi-Alltag. Unsere vier Azubis, Yugi, Cedric, Anni und Jerry, haben viele tolle Themen vorbereitet, wie sie dich mit in ihr Azubi-Leben integrieren und vor allen Dingen an die Hand nehmen können und mitnehmen können. Parallel zu diesem Vlog hier auf YouTube posten sie jeden Donnerstag auf Instagram tolle Stories und Beiträge. Dort können sie dich noch intensiver mitnehmen, verschiedene Abschnitte, Perspektiven zeigen, wie ihr Leben bei uns aussieht, wie sie auch mal in einem Patenunternehmen sind oder verschiedene Tätigkeiten unternehmen, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass die ein Azubi bei uns machen würde. An dieser Stelle aber erstmal genug von mir. Ich habe heute Cedric, Yugi und Celine, eine ehemalige Auszubildende von uns, eingeladen, etwas über deren erste Zeit bei uns zu berichten. Celine hat damals auch ihre Ausbildung bei uns gemacht und verstärkt mittlerweile unser Personalteam. Deshalb kann sie sich natürlich auch ganz toll in die beiden hineinversetzen und weiß, wie es sich anfühlt, wenn man gerade den Startschuss bei uns in der Holding setzt. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total auf den Austausch mit euch, gerade weil ich ja selbst mal in der Situation war und die Ausbildung bei Martens und Prahl gestartet habe. Deswegen erzählt doch gerne mal, wie die ersten Tage für euch so waren. Ja, also unsere ersten Tage waren allgemein sehr spannend, würde ich sagen. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele verschiedene Mitarbeiter kennengelernt, haben sehr viele Einblicke in die Abteilungen bekommen. Und ja, besonders spannend, würde ich sagen, unser erster Tag. Schön. Als wir die Bootstour gemacht haben, um das Azubi-Team kennenzulernen. Ja, das war schon sehr spaßig. Und schön. Hattet ihr einen besonderen Moment, wo ihr wusstet, dass Martens und Prahl der richtige Ausbildungsbetrieb für euch ist? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste eigentlich schon direkt nach der ersten Woche, dass ich mich richtig entschieden habe. Aber so dieser eine Moment war auf jeden Fall, als ich meinen Ausbildungsplan bekommen habe, weil ich direkt gesehen habe, okay, das ist alles durchstrukturiert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, da habe ich direkt gemerkt, das war die richtige Entscheidung. Dass auch jede Abteilung oder jedes Thema, was dich interessiert, mit im Ausbildungsplan steht und dass das so deinen Interessen entspricht. Ja, genau. Und besonders cool ist halt auch, dass ich die Partnerunternehmen besuchen kann. Und ja, das natürlich auch nicht selbstverständlich und deswegen war es auf jeden Fall die Schön. Richtige Entscheidung. Ja. Dass du das große Ganze von Martens und Prahl einmal durchlaufen kannst. Genau. Ja, bei mir war der Moment im Bewerbungsgespräch schon definitiv, weil es eben nicht so starr und so unsicher, also von meiner Seite dann, war, sondern allgemein von dem ganzen Gespräch an sich einfach locker, sympathisch, die Menschen auch direkt. Aber der richtige Moment, wo ich dann wusste, dass es tatsächlich die richtige Entscheidung war, war die Schokolade zu Ostern. Das einfach schon knapp ein halbes Jahr vor Ausbildungsbeginn tatsächlich an einen mitgedacht wird auch. Kennt man so nicht. Wie wurdet ihr im Team aufgenommen? Herzlich. Ja, sehr herzlich auf jeden Fall. Ja. Also alle waren direkt sehr freundlich und auch aufgeschlossen. Man war direkt auf Augenhöhe, würde ich sagen. Nicht so, wie man das vielleicht als Azubi schon öfter mitbekommen hat, dass man erstmal nur daneben sitzt und halt auch als Azubi behandelt wird. Man war ja wirklich direkt voll eingegliedert. Ja, dass du zu jedem mit allem eigentlich gehen kannst. Das Gefühl wird dir definitiv direkt vermittelt. Ist auch sehr entspannend für einen selber. Und vor allem jetzt zum Beispiel bei mir persönlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, dass man direkt mit eingegliedert wird. Dadurch, dass ich ja aktuell zu Beginn des Studiums nicht so viel Ahnung noch von meinem Tätigkeitsbereich habe, sag ich mal, oder Erfahrung in dem Sinne. Und dann trotzdem ab Tag 1 bei Meetings zum Beispiel dabei war. Das ist einfach schönes Gefühl. Ja, doch. Ja. Definitiv. Du bist direkt mit drin. Welche ersten Eindrücke habt ihr von den Menschen und von der Arbeit hier in der Holding erhalten, gesammelt? Also ich habe auf jeden Fall direkt gemerkt, dass innerhalb der Abteilung sehr zielstrebig gearbeitet wird, aber trotzdem eine sehr lockere Stimmung herrscht und dass auch innerhalb der verschiedenen Abteilungen sehr viel miteinander kommuniziert wird und
ja, man merkt halt, dass alle an einem großen Ganzen arbeiten. Es ist ein sehr familiäres Gefühl schon. Ja. Also eigentlich auch ohne Anführungszeichen schon. Also doch, man kommt gerne her. Ja. Sehr harmonisch. Ja, ja. Harmonisch. Das ist ein schönes Wort. Das definitiv. Und wie sieht's mit eurem Azubi-Team aus? Versteht ihr euch untereinander gut? Habt ihr euch gut sozusagen in einem neuen Team zusammengefunden? Haben wir auf jeden Fall, ja. Doch. Ja, wir waren uns direkt von Anfang an sehr sympathisch, war die direkt eine lockere Stimmung. Ja. Ja. Da ich direkt zusammen in Mittag gegangen, auch relativ schnell geguckt, dass einfach auch mit jeder eingebunden wird. Mhm. So, wo bleibt denn der? Und ja, doch. Tschüss. Ist gut. Ich glaube, das wird gut. Dann vielen lieben Dank für den tollen Austausch und wir freuen uns auf die Zeit mit euch und ihr bestimmt auch auf eure Ausbildung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Hey, ich bin's nochmal. Hat dir unser Video gefallen? Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt und natürlich den Daumen nach oben klickst. Außerdem haben wir noch tolle andere Playlists, wie zum Beispiel hier mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben das Projekt Klimagrün ins Leben gerufen, wo wir dich auf unsere Reise mitnehmen, wie wir gestartet haben, uns mit dem Thema zu befassen und wo wir heute schon sind. Und dort posten wir auch regelmäßig spannende Updates. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn wir dich das nächste Mal wieder bei uns begrüßen dürfen, wenn wir ein tolles neues Video hochladen. Und bis dahin viel Spaß und bleib gesund.